Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masters mit mir, dem Gleicher. Der Kasten da hinten ist wieder weg. Ja, als ich gesehen habe, dass wir wieder auf 749 Abonnenten sind, habe ich mir gedacht, komm, jetzt kommt die Rose gleich wieder raus. So, Mamas altmodischer Tunnel haben wir Mythic Brine drin. Ihr wisst ja, was ich von dieser Box halte. Hier bei den Karten, die Pointillism Tire Box, die habe ich euch ja bereits mal vorgestellt, ne? Und Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated Therapy Dolls und Francine Smith. Und dann haben wir hier diese Combo Masteries mit Pointillism, mit Kuchi Copy Sculptor, mit Brian Statue, Fry's Paintings und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal hier raus. Dann sind wir jetzt neu. Haben wir hier das Mythic Bender Pack mit Mythic Bender, Heavy Metal Haley, Drehender Jeff, oder Turning Jeff, Big Mountain Fudge Cake und Eugene Belcher. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Box. Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering, dass ihr einen Bänder rauszieht, aber trotzdem ist sie da und die Box ist auch relativ nice. Ja. So, dann haben wir die Dance Squad Box. Die ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen effektiver, da es das Sonderangebot gibt, dann hast du die Möglichkeit, drei Karten hier rauszupullen. Hier haben wir Hank Hill, Philip J. Fry, Big Mountain Fudge Cake, auch Oldies with Goldies oder Oldies mit süßem Nibbler auf dem Dach oder Nibbler on the Roof und Super Dance Squad oder Super Tanztrupp. Ist auf jeden Fall eine super geile Box. Und dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Gucken wir mal hier rein, haben wir den Tuba Peter. Und der Tuba Pita ist der da. Gucken wir mal da rein. Da ist der Tuba Pita. Mit einem Peter. Und dann eben mit Red Shirt, Blue Shirt. Das ist die einzige legendäre Musikkarte, mit der das Ding da funktioniert. Dann kriegst du da hinten halt Motivieren raus. 14-fach Motivieren. Und ja, aber das ist ein Mythic Peter. Ansonsten hier mit einem normalen Peter hast du nur 9-fach Motivieren. Die Karte ist echt Scharrott. So, dann gehen wir weiter in die nächste. Da sind 500 Gems für so einen Käse. Bed and Breakfast. Auch hier, was ist das? Da haben wir einmal den Pizza Overlord. Dann haben wir hier, was ist das? Was ist das? Was ist das? Bob's Burgers. Bed and Breakfast. Linda Belcher. Käse, Restaurantkarten. Schrott. Schrott, Schrott und noch mehr Schrott. So, Senora Hill, auch da wiederum Schrott, Schrott, Schrott und nochmal Schrott. Senora Hill, gucken wir uns an. Auch in der Version mit der Mythic Peggy finde ich diese Karte völlig überflüssig. Senora Hill, ich kann mich auch kaum daran erinnern, diese Combo jemals gespielt zu haben. Also wüsste ich jetzt nicht. So, und dann kommt der last but least. Muss ich leider wirklich so sagen. Tractor Boy. Ja, wundert man sich nicht, dass man diese Karte nicht kennt. Na, da ist sie hier. Mit dem Golfball Escape. Aber gut, wir maxen das jetzt mal, dann gucken wir uns diese eine Combo da unten an, die überhaupt in Frage käme. Und dann hättest du ja 20-fach Leech, ist ja nicht so schlecht. 13-fach Angriff, wenn eine Combo gespielt wird. 9 8 Leben, 11 Angriff. Ja. Das Problem ist, mit 11 Angriff kannst du halt echt nicht so viel anfangen. Und selbst wenn du die 13 Angriff durch eine gespielte Combo mit hinzubekommst, dann bist du bei 24. Relativ uninteressant, also dafür brauchen wir auch keine 1000 Steine für auszugeben. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Job News und Combo Masteries. Wenn wir dem dann gleich haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.